Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte mit euch über den nächsten Patch sprechen, denn die 2.3.0 steht vor der Tür und ja, es gibt dort einige neue Features, aber auch Bugfixes, die wir einmal durchgehen möchten. Vorab möchte ich aber einmal starten mit dem vorherigen letzten Patch und zwar dem 2.2.1. Das war nämlich ein recht kleiner Fix, der enthält aber eine Änderung, die ich auf jeden Fall einmal gezeigt haben möchte. Gehen wir das der Reihe nach durch und zwar gibt es jetzt für die ja, Gruppenproben, eine kleine Verbesserung. Ich weiß gar nicht, ob es dem einen oder anderen aufgefallen ist. Nehmen wir hier mal Kraftakt. Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier ja, die Proben zu verändern, Modifikatoren zu verlangen und so weiter. Einige andere kleine Änderungen sind dort reingeflossen. Insgesamt ein bisschen gängiger, handhabbarer. Ganz nett. Dann gab es ein neues Notizenfeld in den Bögen, und zwar hier unter Notizen, die privaten Notizen. Das ist ein Feld, was jeder sehen kann, der die Besitzerrechte für den Token hat. Also wenn ihr hier auf Rechte anpassen geht, könnt ihr ja sagen, es können andere Spieler noch die Besitzerrechte haben. Das macht ihr in der Regel bei den Spielercharakteren, dass ihr ja, dort Besitzerrechte gebt. So wie hier, und jeder Spieler, der die Besitzerrechte drauf hat, kann private Notizen her erfassen. Das heißt, für euch als Spielleiter ist dieses Feld in den Kreaturen geeignet, um ja geheime Informationen, wie zum Beispiel ja, besondere Ereignisse für das Abenteuer, sonst was, denkt euch da was aus, zu erfassen. Also ein ganz gutes Feld, was ihr auch nutzen könnt. Dann werden WebM-Tokens jetzt unterstützt. Es gab wohl ein Problem hier im Chatfenster, wenn jetzt eine Probe geworfen wurde, animierte Token darzustellen. Die wurden gefixt, falls einer von euch die verwenden möchte. Und das hier, das ist ganz wichtig. Es gibt jetzt bei Kreaturen unter den Eigenschaften bei der Verteidigung ein sogenanntes Schild dahinter, beziehungsweise wenn ihr es nicht aktiv habt, also standardmäßig bei euren Kreaturen, die ihr bis jetzt habt, sollte hier Ausweichen stehen. Das Problem ist, im Kampf wird bei dieser Kreatur zum Beispiel für jede Parade eine Erschwernis von 3 automatisch angerechnet, für jede weitere, ne? Also minus 3, minus 6, minus 9. Das ist ja aber bei den Kreaturen so geregelt, dass die ja unbegrenzt Paraden haben, sag ich mal. Wenn ihr jetzt hier das Schild aktiviert, das ist bei diesem Wolf, und ihr geht in einen Kampf. Zack, zack. Wir starten mal. Und ich lasse die liebe Zelissa angreifen. Sie möchte sich hier einmal den Wolf vornehmen. Greift an, das sind gleich noch Änderungen, die stelle ich später vor. Sie ist gescheitert. Machen wir es mit der lieben Spielleiterwillkür. Jupp, jupp. Und ich führe eine Reaktion aus, wie zum Beispiel Ausweichen. Dann wird hier nicht mehr im Combat Tracker gezählt, dass ich ausweiche, also dass ich eine Parade gemacht habe. Und wenn ich jetzt nochmal angreife, auch wieder die Spielleiterwillkür, war auch ganz gut, wäre wahrscheinlich 19 geworden. Dann kann ich hier nochmal ausweichen und die Erschwernis wird nicht raufgezählt. Also bedeutet das, für Kreaturen, die ihr jetzt einsetzt, könnt ihr hier dieses Schild aktivieren, dann ist es so schwarz hinterlegt und die Verteidigung, egal ob ihr ausweicht oder pariert, wird nicht mehr um 3 erschwert für jede weitere. Es wird irgendwann ein Update kommen für die ja, Bestiarien und alle anderen Kompendien, die hier drin sind, was dann bei den Kreaturen die Verteidigung hier automatisch setzt. Im Moment müsst ihr das noch händisch machen. Das war auch das, was ich zu dem Patch erwähnen wollte. Ich gehe noch ganz kurz die Bugs, ja, wobei ich gehe sie jetzt nicht durch. Ihr könnt sie nachlesen im Changelog zu dem Patch. Das kann ich auch nochmal in die Videobeschreibung packen, den Link zum Changelog für die 2.2.1. Ich möchte aber ganz gern mit euch auf die 2.3.0 eingehen, denn dort gibt es einiges. Das erste, Active Effects Helper Item. Wir lesen uns das gar nicht durch. Ich zeige euch das direkt. Wenn ihr ein Item erstellt, habt ihr jetzt beim Typ als letztes die Möglichkeit, einen Effektcontainer anzulegen. Das Ding ist relativ unspektakulär auf den ersten Blick. Ihr habt ein Beschreibungsfeld, wo ihr den Effekt beschreiben wollt, wenn ihr das könnt, wenn ihr das möchtet, so gut so bekannt. Und ihr habt hier die Statuseffekte. Wenn ihr das jetzt macht, wie zum Beispiel hier mein K.O. Plus, habe ich einen Statusfleck draufgelegt, welches die Konstitution erhöht. Und dass dieses Item in den Charakter zieht,
dann wird nicht das Item in den Charakter gezogen, sondern nur der Effekt hier angewendet. Das ist sehr schön, um Effekte, ich habe es hier auch nachher für andere Sachen nochmal vorbereitet, hier reinzuziehen und anzuwenden. Ihr seht, die Konstitution ist um 1 gesteigert auf 14. Ich lösche es raus, ist es wieder auf 13. Also ihr könnt jetzt eure Effekte, wenn ihr ganz besondere vorbereitet habt, einmal anlegen und dann speichern. Was ihr immer noch nicht könnt, ist Effekte von hier reinziehen, weil das sind weiterhin keine Items. Das ist ein anderer Typ hier im Spiel. Deshalb könnt ihr sie jetzt nicht hier ablegen. Ihr müsst sie einmal abtippen. Dann könnt ihr sie aber hier speichern, legt sie euch in Kompendium, wo auch immer hin. Der nächste Punkt sind Group Fate Points, Gruppenschicksalspunkte. Dafür gehen wir einmal ins GM-Menü. Und dann seht ihr hier oben schon die Gruppenchips. Die könnt ihr über Plus und Minus hinzufügen, wegnehmen und dann so viele verteilen, wie ihr es schon kennt aus dem Charakterbogen, wie ihr möchtet. Ein Beispiel ist zum Beispiel, unsere Celissa hat keine Schicksalspunkte mehr und ihr spielt mit so einem Gruppenchip-Pool. Dann könnt ihr sagen, okay, sie holt sich aus dem Gruppenchip-Pool einen zurück. Weitere Beispiele gibt es dann in Regelwerken, aber so ist erstmal die Grundmechanik. Ein Automatismus findet hier nicht statt, weil, woher soll der Gruppenchip wissen, dass einer der Charaktere das hier verbraucht hat? Ich finde, diese händische Lösung reicht aber auch schon völlig aus. Wie gesagt, hier könnt ihr sie hinwegnehmen und wenn ihr sie nicht nutzen wollt, ignoriert ihr sie einfach. So, hier ein kleiner Nachtrag noch zu den Gruppenchips. Und zwar habe ich euch unterschlagen, dass ihr die Gruppenchips nicht nur hier reduzieren und wieder hinzufügen könnt, sondern wenn ein Spieler eine Probe gewürfelt hat, wie zum Beispiel Hesindio hier, hat sie nicht geschafft, dann kann er jetzt mit dem Rechtsklick aus dem Kontextmenü die Gruppenchips auch dafür ausgeben. Das hat mit der Regelmechanik, die hinter den Gruppenchips steckt, zu tun. Also jetzt gibt es hier über einen Rechtsklick einmal die Möglichkeit, die Gruppenchips auszugeben. Und weiter im Text. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ihr könnt jetzt Waffen vergiften und Talismane bauen. Ich zeige euch das auch wieder direkt im Spiel. Ich öffne dafür einen Charakter und ich finde es ganz wichtig, sowohl bei Spielern als auch bei NSCs oder Kreaturen, zieht zuerst das Gift vom Item oder vom Kompendium in den Akteur, damit er es im Inventar hat. Denn ihr müsst nach Homs anzuwenden das Gift im Inventar haben. Zieht ihr es nur von hier auf die Waffe und vergesst, das Gift hier abzulegen, könnt ihr nachher das Gift nicht verwenden. Also gewöhnt euch an. Ich lösche es hier einmal raus. Gewöhnt euch an, nicht von hier das Gift hier drauf zu ziehen, sondern aus dem Inventar auf die Waffe. Ihr seht, ein neuer Tab erscheint, wie bei den Verzauberungen auch. Hier könnt ihr nochmal markieren, ist das Gift permanent oder nicht. In der Regel ist es ja nicht permanent. Das bedeutet, bei einer Anwendung wird es verbraucht. Und jetzt gehen wir einmal in den Kampf. Springen einmal zu Fadime. Sagen, sie visiert den Wolf an. Greift mit dem schweren Dolch an. Ich greife hier auch mal auf Spielleiterwillkür zurück, damit ich auch treffe. Ich habe getroffen, sage mal keine Reaktion. So, und jetzt seht ihr hier unten direkt beim Effekt den Effekt Gift, den ihr anklicken und auswürfeln könnt. Macht ihr das, wird im Charakterbogen das Gift verbraucht. Also ich sage hier auf Ziel, ich habe den Wolf markiert, Wurf. Und ihr seht, ich bin von 6 auf 5 runtergegangen und hier wird der Effekt ausgewürfelt. Gleichzeitig wurde beim schweren Dolch das Effekt, das Gift verbraucht. Ja, das scheint anscheinend noch nicht zu klappen. Würde ich gleich nochmal mit in den Bug geben. Also normalerweise würde das Gift hier direkt verbraucht werden. Kommen wir zu den Talismanen. Die funktionieren fast genauso wie die Zauber. Ich sag mal hier, ich habe hier ein Amulett des Mutes. Ich lösche mal ganz kurz raus, was ich vorbereitet habe. Gehe in die Bibliothek. Nehme die Liturgien und nehme den Bann der Furcht. Ich möchte jetzt auf dieses Amulett den Bann der Furcht ablegen, ziehe es hier drauf, habe einen Talisman und der größte Unterschied ist, dass bei den Liturgien einfach aufgrund dessen, wie göttliche Artefakte funktionieren, der Fertigkeitswert automatisch auf 18 vorbelegt ist. Ihr könnt ihn trotzdem selber ändern, wenn ihr wollt. Er ist aber immer, wenn ihr was reinzieht, vorbelegt und auch immer der Permanenthaken an. Wenn ihr dann die Liturgie sprecht, wird sie nicht verbraucht. Sie wird mit einem Fertigkeitswert von 18 gewürfelt.
Und ihr verbraucht auch keine Ladung, einfach weil karmale Objekte so nicht funktionieren. Aber so könnt ihr euch zumindest schon mal Liturgien reinbauen und wollt ihr es doch verbrauchen, dann macht ihr es wie bei Zaubern, setzt es auf nicht permanent und könnt hier beliebig viele Ladungen reinlegen und den Wert verändern, je nachdem wie ihr spielt. Okay, jetzt kommen einige, es ist eine ziemlich lange Liste an kleineren Verbesserungen. Schauen wir uns die der Reihe nach mal an. Der Paradewert von Waffen wird jetzt nicht mehr primär durch den Talentwert berechnet, sondern durch den Wert, der bei der Waffe eingestellt ist. Das heißt, ihr habt hier eine Waffe und habt in den Details nicht Gewandtheit, wie es für Dolche üblich ist, sondern wollt davon abweichen, weil ihr einen ganz besonderen Dolch habt und habt Fingerfertigkeit dort eingetragen. Dann wird jetzt hier nicht mehr bei der Berechnung der Parade der Wert der Dolche zu Rate gezogen, sondern wirklich der Waffe. Das war vorher ein bisschen umgekehrt und da gab es wohl ein, zwei Hausregeln, die dagegen gesprochen haben. Jetzt könnt ihr hier den Leiteigenschaft der Waffe ändern und es greift dann direkt, ihr seht es auch, ne, von Gewandtheit auf Fingerfertigkeit geändert, von 6 auf 5 gesunken und wieder zurück. Wenn ihr Schaden anwendet, das kann ich hier einmal anzeigen, das ist der nächste Punkt, dann wird jetzt ein kleiner Indikator angezeigt, und zwar hier unten der Haken. Auch beim Mouseover könnt ihr sehen, Schaden wird übertragen, dass ihr diesen Schaden schon angewendet habt, also dass ihr es nicht mehrfach macht. Sehr praktisch. Das ist eine rein technische Änderung, was einige Modulkompatibilitäten betrifft. Das überspringe ich mal. Auch das nächste, der Initialisierungstext für Abenteuer wurde nicht richtig angezeigt, wird jetzt wieder vernünftig angezeigt. Auch das wurde korrigiert. Und das hier ist eine Änderung, wo, glaube ich, einige von euch drauf warten. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich eine Probe gewürfelt habe. Ich mache es einfach mal. Ihr seht es aber schon an meinen Würfeln. Ich habe hier andere Würfel. Das sind die eingestellt von Dice to Nice. Das kann jetzt eingestellt werden von euch. Wenn ihr Würfel von dem Modul Dice to Nice verwendet, dann geht ihr in die Einstellungen anpassen und habt in den Systemeinstellungen, ganz wichtig, nicht in den Dice to Nice Einstellungen. Die Dice to Nice Einstellungen betreffen alle Proben, die nicht über den Charakterbogen gemacht werden. Also wenn ich hier mit dem Dice Tray das Modul, es geht sogar aktuell gar nicht, Roll. Wenn ich mit dem Dice Tray würfel, dann, Moment, ich probiere es mal aus. Dann verwendet er die Würfel, die ich beim Dice Tray, seht ihr auch, ich habe hier ein anderes Set eingestellt. Das ist das, was in den Moduleinstellungen macht. Ihr habt für die Dice to Nice Settings, für die Talente, für die Talentproben, jetzt hier ein kleines Menü, wo ihr für die einzelnen Eigenschaftswürfel, Angriff, Ausweichen und Parieren nochmal separat das Würfelset hier auswählen könnt. Ihr seht, hier habe ich alle für alle das gleiche Würfelset ausgewählt. Ihr könnt ja auch richtig ausrasten, komplett unterschiedliche Würfelsets auswählen. Könnt ihr euch austoben, ausprobieren, müsst ihr das mit kostenpflichtigen Würfelsets, das habe ich noch nicht gemacht. Aber es wird jetzt vernünftig verwendet und ich kann sagen, ich mache eine Sinneschärfeprobe und jetzt fliegen auch die passenden, dazu passenden Würfel, trotzdem farblich auch unterschiedlich, so ein bisschen passend zu dem, ja, was hier eingeblendet wird rein. Ganz passt das nicht immer, aber ich glaube, diese Unterstützung sollte erstmal ausreichen. Okay, dann gibt es jetzt, da sind wir in den Systemeinstellungen auch schon, das passt, die Möglichkeit mit weniger Regeneration, das ist eine Sonderregel, die könnt ihr jetzt anhaken oder nicht, dann wird die Regeneration mit dem W3 durchgeführt. Zur Regeneration gibt es aber später nochmal ein paar Verbesserungen, ich glaube, der übernächste Punkt ist es. Gehen wir aber mal ganz kurz in den Journalbrowser, das ist auch der nächste Punkt auf der Agenda. Der hat jetzt einen, kleinen Pfeil hier links oben, wodurch ihr die Legende ein- und ausblenden könnt, um dann einfach mehr Platz für den Lesetext zu haben. Ja, und wieder zurück bei der Regeneration. Da gibt es nämlich, eine kleine, aber feine Veränderung. Ich nehme mir mal ein paar ASP weg hier und ein paar Lebenspunkte, um euch das zu zeigen. Die erste Veränderung, die ihr habt, ist hier in der Probe selber. Ihr habt jetzt in der Probe zwei Felder, um die Lebenspunkte und Astralpunkte-Regeneration anzupassen. Das ist einmalig, das ist nur für die Probe. Vorher war es aber so, ihr hattet nur dieses Feld und das hat, wenn ihr zum Beispiel sagt, eure Regeneration ist um 2 verbessert, ihr habt jetzt 2 angetragen, da waren sowohl Lebens- als auch Astralpunkte betroffen. Das könnt ihr jetzt getrennt voneinander machen. Die Heilkunde-Wundenprobe könnt ihr aber viel besser lösen, denn es ist ja häufig so, dass ihr die Heilkunde-Wundenprobe
häufig lange vor der nächtlichen Regeneration macht und wenn ihr dann In-Time, auch Out-Time, relativ lange Pause bis zu der Regeneration habt, dann kann es sein, dass ihr das vergesst, wenn ihr euch das nicht notiert. Dafür gibt ihr jetzt die Möglichkeit, und das seht ihr auch an diesem kleinen Sternchen-Indikator, auf Lebenspunkte oder Astralpunkte, Karma-Punkte, genau dasselbe, zu klicken. Und ihr habt hier zwei Felder. Das erste Feld ist für einen permanenten Modifikator. Der wird immer wieder angewendet. Also wenn ihr hier eine 3 eintragt, dann wird jedes Mal eure Lebenspunktregeneration um D6 plus 3 verrechnet. Zusätzlich zu dem, was ihr hier noch einstellt, also das hier kommt noch on top zu dem, was ihr hier in dem Würfelmenü reinsetzt. Ihr seht hier im Moment diese plus 3 nicht, die wird danach erst angewendet. Das heißt, wenn ich hier nochmal 2 drauf gebe, habe ich sogar plus 5. Und dahinter, und das ist für die Heilkunde-Wundenprobe viel interessanter, habt ihr einen einmaligen. Ihr sagt jetzt, ihr habt eine Heilkunde-Wundenprobe bekommen, eine QS von 3, dann tragt ihr euch direkt danach die QS von 3 ein. Und sobald ihr dann die Regeneration durchführt, seht ihr hier, Lebenskraft 7, die 4 wurde plus 3 gerechnet, weil ich noch eine Lebenspunktregeneration von 3 drin hatte. Also auch sehr schön, um gerade Heilkunde, Wunden, Tränke, was auch immer ihr da habt, was nicht sofort wirkt, anwenden zu können. Ich regeneriere ihn mal ein bisschen, vielleicht haben wir noch was mit ihm vor. Okay, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, habe ich auch ein bisschen rumprobiert, bis ich das zum Laufen gekriegt habe. Aktive Effekte können jetzt auch ganze Gruppen von Zaubern oder Liturgien beeinflussen. Was heißt das? Ich habe hier jetzt mal diese neue Funktion genutzt, um ein Item mit einem Effekt anzulegen und zeige euch das einmal. Erstmal habt ihr hier viel mehr Optionen als vorher, die ihr einstellen könnt. Dann muss ich mal schauen, ob ich dazu nochmal ein separates Video mache. Ich werde jetzt nicht alles durchgehen. Ihr könnt jetzt aber sagen, ihr habt Zauberspruch, Qualitätsstufenmodifikator, wählt hier eigenes unter einen Wert von 2. Dann schlägt der auf alle Zauber, die jetzt der gute Hesindio zaubert, eine Qualitätsstufe von 2 drauf. Und ich habe es nochmal richtig übertrieben. Ich sage ihm, der Fertigkeitswert wird auch nochmal um 4 addiert. Ich weiß gar nicht, ob das 4 gerade greift. Ich meine, hier muss auch eigenes stehen. Wir probieren das direkt mal aus. Ich ziehe jetzt Zauberspruch verbessern in Hesindio. Habe den Status da drin. Nehme den Fulminictus, der sowieso schon gut ist. Und ihr seht es hier, Zauberspruch verbessern, 2 QS, 2 FE, Wurf. Ja, und da ist ein bisschen was dabei. Ich habe zwar schlecht gewürfelt, aber durch die 4 Fertigkeitspunkte oder den Fertigkeitswert und die 2 QS ist da noch einiges bei rumgekommen. Also, ihr seht, da kann man jetzt einiges machen. Das gilt jetzt für jeden Zauber, der hier drin ist. Also, der nächste Zauber kann auf dieselben Punkte zurückgreifen. Okay, ihr habt jetzt die Möglichkeit, finde ich auch sehr nett, wenn ihr hier Schaden würfelt, weil ihr das in einem Journal-Entry oder was auch immer vorbereitet habt, rutschen einen Abhang hinunter, wenn die Körperbeherrschungsprobe nicht geschafft wird, kriegen sie W6 Schaden oder minus QS W6 Schaden, dann könnt ihr den hier drin würfeln lassen und jetzt habt ihr per Rechtsklick auf die normalen Würfe auch die Möglichkeit, Schaden anzuwenden. Müsst dafür einen Token markieren, Schaden anwenden als TP und dann werden die Punkte hier abgezogen. Auch sehr schön. Okay. Hier ist es The Combat Reaction Dialog. Ich glaube, ich muss mal kurz gucken. Nee, es steht dort nicht mit dem Angriff. Es ist aber bei beiden passiert. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Wenn ich jetzt nochmal zu Zelissa wechsle und sie diesen Wolf angreifen lasse, dann wurde ein bisschen das Angriffs- und Verteidigungsmenü umdesignt. Ihr habt jetzt hier keine Auswahlliste mehr. Das spart euch einen Klick. Also es wurde nochmal die Anzahl der Klicks reduziert. Könnt jetzt hier direkt das Langschwert auswählen. Müsst noch einmal die Proben durchgehen. Das machen wir nochmal. Wieder Spielleiterwillkür. Ich will jetzt ja, dass im Video klappt. Im Spiel solltet ihr das natürlich nicht so häufig einsetzen. Und auch bei der Reaktion genau dasselbe. Ihr spart euch die Auswahlliste, bekommt hier eine Liste von möglichen Reaktionen angezeigt und könnt die direkt auswählen. Beschleunigt das Ganze wahrscheinlich nochmal ein bisschen. Okay, wir sind im Kampf. Ich füge Hesindio auch nochmal dem Kampf hinzu. Die Tokenbar hier unten wurde etwas erweitert für Magier und Geweihte. Jetzt ist es so, dass ihr nur noch einen Zauber hier seht.
Ich weiß gar nicht, wovon er die Auswahl abhängig macht, ist aber auch egal. Wahrscheinlich der höchste. Ich habe jetzt hier auch den Fulminictus am höchsten auf 12 und wird das der höchste sein. Wenn ihr da aber drüber fahrt, seht ihr, es wird Fulminictus eingeblendet und dann habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, die anderen Zauber, die restlichen Zauber auszuwählen. Also auch nochmal eine schöne Beschleunigung für die Tokenbar. Okay, dann gibt es zwei neue Zustände. Sagen wir mal, der liebe Hesindio kann ja ein paar Feuerzauber. Ich werde jetzt dem Wolf hier den Status brennt hinzufügen. Dasselbe mache ich bei diesem hier. Der kriegt brennen 2. Und der letzte Wolf kriegt brennen 3. Jetzt ist es so, dass der Status brennt automatisch jetzt abgehandelt wird. Wenn ihr im Combat Tracker weitergeht, ihr seht das hier auch, ich habe hier im Combat Tracker die Lebenspunkte eingeblendet von den Wölfen, dann wird am Ende der Kampfrunde von jedem Wolf entsprechend der Brennstufe, ich glaube 1d6 bei Stufe 1, 2d6 bei Stufe 2 und 3d6 bei Stufe 3 angewendet. Das heißt, der Status brennt wird jetzt automatisch abgehandelt. So lange, bis das Brennen beendet wird. Es wird einen weiteren Status geben, der mit dem Aventurische Götter 2 kommt. Das ist der Status Blutend. Den würde ich dann aber in dem Video einmal zeigen. Also brennt und blutend sind die beiden, die im Moment automatisch angewendet werden. Okay, das nächste, das Spielleitermenü. Und das wird ein bisschen kompliziert. Auch da muss ich ein bisschen ausholen. Das Video wird länger. Es tut mir leid. Ihr müsst euch gedulden. Hat jetzt eine Möglichkeit, Sichtverhältnisse abzubilden. Und da wird es nochmal spannend. Ich nehme mir dafür zwei Charaktere, kopiere sie rüber auf meine Testszene, um euch das einmal ein bisschen zu zeigen. Ich habe hier den Korgrim markiert, der einen Sichtradius hat, und die Fadime, die einen Sichtradius hat. Wenn ich jetzt in das Spielleitermenü gehe und sage Sichtautomatisierung ja, dann ist jetzt diese Sichteinstellung bei den Angriffen und bei den Verteidigungen abhängig davon, wie dunkel es in der Szene ist. Ihr könnt hierüber die Dunkelheit der Szene regeln. Na, wenn ich hier klicke, dann verändert sich der Dunkelheitswert. Ihr seht es auch. Es geht schön zur Dunkelheit über. Ich mache es jetzt aber eben wieder hell, denn ich selber nutze ein Modul dafür. Ich gehe mal kurz in die Konfiguration. Ich habe das Modul Small Time. Damit verbinde ich den Dunkelheitsfluss der Szene, also dieser Szene, auf der ich bin, mit meiner Uhrzeit hier links unten. Das heißt, wenn es später wird, wird es dunkel. Und auch darauf reagiert die Sichtautomatisierung. Das heißt, ich gehe hier nach abends, habe dann in der Szene für abends, ja, nehmen wir mal ein bisschen weniger, 08, habe die 08. Und damit gilt für mich leichte Störungen und Silhouette, die ersten beiden Sichtstörungen. Was macht das jetzt? Das betrifft erstmal nur den Kampf. Ich gehe auch hier in einen Kampf. Und möchte jetzt den Wolf hauen. Dann seht ihr hier, Sichtverhältnisse ist umgestellt auf Silhouette. Ich bewege mich bei 0,8, das heißt, leichte Störung und Silhouette sind überschritten, Schemen noch nicht, und ich habe hier automatisch vorbelegt die Silhouette. Das macht die Sichtautomatisierung, die Einstellung. Die ist nur abhängig, das ist ganz wichtig, von dem Dunkelheitswert. Ihr könnt bei unbeschränkter Sichtweite, Figursicht, Nebelerkundung einstellen, was ihr wollt. Es ist nur abhängig von dem Dunkelheitswert. Wollt ihr es nutzen, also dass automatisch hier die Sichtverhältnisse angepasst werden, beim Fernkampf genau dasselbe, müsst ihr hier den Haken setzen, deaktiviert ihn wieder, müsst ihr die Sichtverhältnisse manuell anpassen. Spielt damit ein bisschen rum, gibt es sicher einige nette Use Cases, für das ihr das verwenden könnt. Springen wir zurück ins Changelog. Was haben wir noch? Genau, das Händlermenü wurde angepasst. Wenn ihr einen Nichtspielercharakter anlegt, und ich nehme jetzt mal ganz bewusst Rohaya von Gareth,
Wenn ihr einen NSC anlegt, habt ihr ja beim Händler die Möglichkeit zu sagen Merchant Sheet. Da gibt es ja aber unter dem Merchant Sheet noch andere Sachen. Und hier wurde jetzt auch ein ja, NSC oder besondere Personenbogen angelegt. Ihr geht dafür hier unter den Typus normale Person, könnt ihr auswählen Händler und Schatz und ganz neu hinzugekommen ist Garadan. Garadan ist die Bezeichnung von den Symbolen, die ihr vor NSCs seht. Das sind der Bauer, der Springer, der Turm und der König. Da gibt es auch eine Erklärung, glaube ich, im Grundregelwerk und im Almanach zu. Ich kann die Symbole aber auch gleich nochmal zeigen. Wir haben jetzt Roy Haya von Gareth angelegt. Wenn ich die zum König mache, verändert sich hier auf dem SL-Bogen gar nichts. Ihr könnt ganz normal Werte hinterlegen, eintragen, was ihr wollt. Ihr könnt es aber auch lassen. Ihr könnt aber den euren Spielern jetzt das Beobachterrecht zu diesem Bogen geben. Oder zu diesem Charakter geben. Und wenn der Spieler sich den Charakter anguckt, bekommt er folgendes. Er bekommt hier die Garadan-Figur, den König. Er bekommt das Bild, was ihr für diesen Charakter hinterlegt habt. Er bekommt den Namen und Notizen. Nämlich Geschlecht, Kultur, Sozialstatus, Alter und so weiter. Eine Hintergrundgeschichte, also alles das, was ihr eintragt in den Bogen. Die Notizen. Und hier unten dürft ihr nicht vergessen, private Notizen sehe ich, weil ich Besitzer des Tokens bin. Das sieht euer Spieler dann nicht, weil er kein Besitzer ist, sondern nur Beobachter. Und die Spielleiter-Notizen, das sehe ich, weil ich Spielleiter bin. Er sieht quasi nur die Hintergrundgeschichte und die Notizen. Bogen ist noch nicht komplett fertig und poliert. Wenn ihr dazu Verbesserungsvorschläge und Tipps habt, dann schreibt sie wie immer ins GitHub. Ich glaube, der Hüftklotz freut sich da über konstruktive Kritik. Ich selber finde das aber schon mal ganz nett. Gebt da einfach mal so ein bisschen Feedback an den lieben Hüftklotz. Okay, dann kommen noch ein paar Bugs. Zum Beispiel die Item-Sets, also wenn ihr den Befehl Packages eingebt, die funktionieren jetzt wieder, die konnte man vorher nicht in Charaktere ziehen. Ihr konntet einstellen, dass die Modifikatorenliste bei den Proben, ich muss mal kurz gucken, finde ich da überhaupt noch eine? Hier zum Beispiel diese Modifikatorenliste, dass sie automatisch aus- oder eingeklappt ist, das vorher nicht ganz funktioniert, jetzt funktioniert es. Wenn ihr euch Container anlegt in der Ausrüstung, das heißt, ihr schickt euch jetzt alles in den Rucksack und ihr migriert die Ausrüstung, dann bleibt euer Rucksack jetzt auch mit Inhalt gefüllt. Vorher wurde der Rucksack komplett ins Inventar entpackt. Ich habe einen Spieler von mir damit sehr glücklich gemacht. Er hätte so schön sein Inventar gepackt und dann hatte ich aktualisiert. Ja, und es war alles zunichte. Naja, er konnte es ja wieder einpacken. Es war zumindest nicht weg, aber das funktioniert jetzt. Dann gibt es hier eine Anpassung zu dem Charakter, zu den Abenteuerpunkten. Ich plane gerade aktuell ein separates Video, wie ihr die komplette Charaktererstellung in Foundry machen könnt. Da würde ich hier auch nochmal genauer drauf eingehen. Da wurde auf jeden Fall was gefixt. Es wurde noch was zu Dice to Nice gefixt. Und ihr habt gerade gesehen, bei den Zaubersprüchen, hier sieht man es auch nochmal beim Fulminictus, wird jetzt automatisch der Verteidigungsmalus von -4 fürs Ausweichen mit angerechnet. Ja, der ein oder andere hat es vielleicht gerade auch schon gesehen. Es gibt noch eine kleine News, denn nach dem Patch erscheinen Aventurische Götter und das Pandemonium 2. Wann genau, kann ich nicht sagen, aber es dürfte relativ zeitnah passieren. Ich denke, so 1 bis 2 Wochen sollten sie erscheinen. Und eine kleine Neuerung habe ich dann auch noch für euch. Die betrifft nicht diesen Patch, denn es wird irgendwann mit dem Update des Core, also des Grundregelwerks, kommen. Es gibt ein Makro. Und zwar habe ich das hier unten schon einmal zur Verfügung gestellt bekommen. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Betrifft nämlich die Anpassung von Sicht und Licht. Ihr werdet es, wenn ihr auf dem Foundry Discord oder auf dem Ulysses Discord Server seid, habt ihr die Diskussion dazu vielleicht auch schon mal mitbekommen. Nichtsdestotrotz könnt ihr jetzt ein Makro nutzen, welches mit dem Core Update dann ja als Kompendium erscheint. Also ihr müsst dann einmal ins Makro Kompendium des Grundregelwerkes gehen. Dieses kann die Sicht- und Lichteinstellungen setzen. Das sind gewisse Werte, die wir uns dort ausgedacht haben. Ich nutze sie für meine Spielrunden, fahre damit ganz gut. Sie passen auch ganz gut zu dem Meisterschirmset Katakomben. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, individuell anzupassen. Was macht das Ding? Ihr habt hier die Vadime zum Beispiel. Wenn ich sie jetzt markiert habe, könnt ihr sagen, sie hat eine Fackel in der Hand. Und dann hat sie eine Fackel in der Hand. Oder auch einfach nur eine Kerze. Und ihr seht den Lichtschein einer Kerze. Öllampe, Gwen Petrel, Kopf, Faust, kein Licht. Ich springe noch einmal ganz kurz rüber in meine Testszene. Weil da habe ich
Die Sicht nicht eingeschränkt. So. Hier habe ich nochmal die Sichteinstellungen. Ihr seht es hier, der Token hat Sichteinstellungen von 2010. Das ist so das Basis, was ihr aus dem Introduction Adventure auch kennt. Jetzt habe ich wieder meinen Token markiert und ihr könnt hier auch die Sicht einstellen. Dunkelsicht würde 8 bedeuten, keine Sicht 0,0. Das ist die Anfängersicht, die 2010. Also Anfänger bedeutet in diesem Fall aus dem Introduction. Und Dunkelsicht 2, nochmal 16 Schritt, Dämmersicht. Ihr könnt diese Einstellungen alle individualisieren. Ihr klickt hier die Dunkelsicht an und klickt zweimal hoch, dann würden beide Werte, die helle Sicht, das ist diese hier, und die Dunkelsicht um 2 erhöht werden, 2 runter und fertig. Dasselbe beim Licht, ihr habt eine Fackel an, keine Sicht, und dann könnt ihr sagen, die hat einen größeren Radius bei mir oder einen kleineren. Als letztes möchte ich euch mal ganz kurz den Flimflam-Effekt von 6 zeigen. Kurze Warnung, Sonnenbrille auf. Der ist krass. Ich werde ihn wieder wegmachen, um euch im Video nicht zu sehr zu ärgern. Ich finde den Fünfer auch schon ziemlich heftig. Das entspricht aber so der Beschreibung, dass es gleißendes Sonnenlicht ist. Ich finde das ganz cool, wie es eingebaut ist. Hier auch nochmal der kleine Flimflam. Das ist ein schönes Licht, wie ich finde. Ja, dieses Ding wird, wie gesagt, mit dem Grundregelwerk ausgeliefert. Und ihr könnt es dann in eure Makroleiste ziehen und nutzen. Ich habe auch schon ausprobiert. Ihr könnt mehrere Token markieren und sagen, die drei haben jetzt eine Fackel an. Die haben keine Fackel an. Ganz nettes Tool. Alles klar, das war's zu diesem Video. Habt ihr weitere Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.